Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen heute zu zwei kleinen Aufgaben zur allgemeinen Form der thermischen Zustandsgleichung. P mal V ist M mal R mal T. Vielleicht noch einen kleinen Exkurs zur spezifischen Gaskonstante R. R ist an sich eine Stoffkonstante, die für jedes Gas verschieden groß ist, und Sie können sie im Prinzip auch aus der allgemeinen Form der thermischen Zustandsgleichung ableiten. Das heißt, dass R für 1 Kilogramm, wenn wir spezifisch nehmen, muss dann sein P mal V durch T. Ich schreibe das vielleicht kurz her. Also die allgemeine Form der Zustandsgleichung ist P mal, wir können es gleich spezifisch machen, V ist R mal T, das gilt jetzt quasi für einen Kilogramm. Und wenn Sie das jetzt anschauen, dann ist das R nichts anderes wie, also die spezifische Gaskonstante ist nichts anderes wie P mal V durch T. P mal V ist im Prinzip eine Volumenänderungsarbeit, also die Expansionsarbeit. Und man könnte das daher auch so interpretieren. Das ist also die Expansionsarbeit von einem Kilogramm eines Gases, wenn dieses bei einem konstanten Druck um 1 Kelvin erwärmt wird. Da hätten Sie eben das P mal V pro Kelvin, nicht? In unserem Beispiel wenden wir uns diesem nun zu. In unserem Beispiel wollen wir berechnen, wie groß diese spezifische Gaskonstante für Luft ist. Und zwar, wir nehmen jetzt die Luft her im Normalzustand. Das bedeutet 0 Grad Celsius und 1,01325 bar. Das Rho, also die Dichte, haben wir gegeben, die können wir auch aus einer Tabelle herauslesen. Natürlich könnten wir auch die spezifische Gaskonstante aus einer Tabelle herauslesen, aber für unser Beispiel gehen wir eben aus von der Dichte Luft bei 0 Grad Celsius, also bei Normalzustand, und das wäre 1,2925 Kilogramm pro Kubikmeter. Und aus diesem Ansatz heraus sollen wir nun die spezifische Gaskonstante errechnen. Das heißt, wir gehen einmal her und schreiben sie in allgemeiner Form auf. Das heißt, P mal V ist M mal R mal T. Vielleicht noch das A. Ist gleich M mal R mal T. Sie wissen das aus dem Handout, und wir können dann eben sagen, dieses R, die spezifische Gaskonstante jetzt für Luft, ist dann P mal V durch M mal T. Wir wissen, die Dichte ist ja nichts anderes, Masse pro Volumen, also Kilogramm pro Kubikmeter. Und wir haben hier ein M und ein V drinnen, das heißt, so unten hineingestellt haben wir dann P durch Rho mal T. Und Sie können sagen, eben mit der Dichte ist M durch V. Ja, und damit können wir es eigentlich schon berechnen, weil wir haben den Druck, also mit dem Normalzustand, das ist 101.325 Pascal. Und die Dichte haben wir gegeben, also dividiert durch die 1,2925 Kilogramm pro Kubikmeter. Und als Temperatur in Kelvin müssen wir eben einsetzen die 200
73, wenn wir ganz genau sein wollen, 15 Kelvin. Damit haben wir den Normalzustand beschrieben und wir können es jetzt ausrechnen und wir kommen dann auf 287 Joule pro Kilogramm Kelvin, genau das, was Sie auch in Tabellen finden würden. Die Einheiten, Pascal ist wieder Newton pro Quadratmeter. Und wir haben für Newton, bleibt stehen, Quadratmeter geht gegen das. Das heißt, wir haben noch ein Meter im Außenglied, dann haben wir Newtonmeter pro Kilogramm und Kelvin. Wir kommen zur Aufgabenstellung B. Wie groß ist jetzt das Volumen von einem Kilogramm Luft? Also generell bräuchten wir also nur umwandeln. V ist dann nichts anderes wie M mal R mal T durch unser P. Und wir haben jetzt ein Kilogramm Luft mal die 287 Joule pro Kilogramm Kelvin und die Temperatur haben wir wieder 273,15 Kelvin und unten wieder unser Normzustandsdruck, also 101.325 Pascal. Und wenn Sie das eintippen und ausrechnen, kommen Sie auf 0,774 Kubikmeter. Nicht ganz, so drei Viertel Kubikmeter hat quasi ein Kilogramm. Wir kommen zu einer weiteren Aufgabe, die zweite versprochene Aufgabe, die beschäftigt sich jetzt damit. Wir haben ein Klassenzimmer gegeben und von diesem Klassenzimmer wissen wir außerdem auch die Abmessungen, nämlich 7 mal 12 mal 4 Meter, also sonst dann rechnen wir das vielleicht gleich aus. Das heißt, wir haben hier dann unser Volumen. Und das Volumen wäre jetzt 7 mal 12 mal 4 sind 336 Kubikmeter. Einfach wenn wir das hier ausrechnen. Das ist Luft natürlich. Ja, also im Klassenzimmer ist Luft drinnen. Gut, und wir wollen dieses Volumen, die Luft in diesem Klassenzimmer unter Normaldruck um 20 Grad Celsius erwärmen und die Ausgangstemperatur T1 ist 5 Grad Celsius. Würden wir das vorher nicht errechnet haben, die 287, dann müssten wir halt jetzt in thermodynamischen Tabellen nachschauen, was ist die spezifische Gaskonstante von Luft. Wir haben die hier dabei. Wo sind die Luft? Haben wir da? Das ist hier trockene Luft 287,102. Also in solchen Tabellen können Sie dann nachschauen. Wir kommen aber zurück. Wir haben sie da. Und wir wollen jetzt die erforderliche Wärmemenge berechnen, die wir dafür brauchen, und da steigen wir sicher mal mit der allgemeinen Wärmegleichung ein, nämlich Q ist gleich M mal konstanter Druck, also CPM mal Delta T. Wir könnten das jetzt rein mit der Wärmegleichung nicht lösen, weil wir die Masse nicht haben. Und dafür brauchen wir jetzt unsere allgemeine thermische Zustandsgleichung.
Und wir können jetzt das ausrechnen. P1 mal V1 ist gleich M mal R mal T1. Und aus dem können wir wieder unsere Masse errechnen. Die ist eben dann wieder P1 mal V1 durch R mal T1. Und das brauchen wir jetzt nur wieder einzusetzen. Das heißt, wir haben also hier 1,1 oder setzen wir es gleich in Pascal und nicht in Bar ein. Das heißt 1325 Pascal. Das Volumen haben wir eben berechnet mit 336 Kubikmeter. Und die spezifische Gaskonstante für Luft haben wir ebenfalls vorher berechnet mit 287 Joule pro Kilogramm Kelvin. Und wir haben jetzt noch eine Temperaturdifferenz. Ah nein, in dem Fall brauchen wir jetzt die Masse bei. Wo sind wir da? Bei 5 Grad Celsius, nicht? Das heißt also 273,5 plus 5, also ist dann mal 278,15 Kelvin. Damit haben wir die Masse. Und die Masse beträgt, wenn wir es also jetzt eintippen und ausrechnen, 426,5 Kilogramm. Die Kilogramm können wir noch überprüfen, das müsste rauskommen. Pascal wissen wir wieder, ist Newton pro Quadratmeter. Dann haben wir wieder die Kubikmeter. Sind wir das gegen das? Dann haben wir Newtonmeter. Das ist nichts anderes wie Joule, das haben wir im Außenglied und da im Innenglied. Das Kelvin kürzt sich heraus und wir haben Kilogramm im Außenglied. Passt also. Und jetzt können wir mit dieser Masse in unsere Wärmegleichung hineingehen. Wir haben also 426,5 Kilogramm. Und wir brauchen nun noch das CPM, die mittlere spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck. Auch hier können wir wieder die Tabellen bemühen. Wir haben Luft, CPM brauchen wir. Da sind wir. Und unser CPM, das wäre jetzt also hier bei 5 Grad Celsius, oder wir können auch sagen, wenn wir den Mittelwert dann nehmen, zwischen 25, aber da sind wir also bei 1,0037 mal sagen, das haben wir ein Drittel circa, dann 3,0003 dazu, sind wir bei 1,004, ist genau genug, mal 1,004 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin. Und die Temperaturdifferenz, das sind dann die 20 Kelvin. Auch hier können wir die Einheiten überprüfen. Wir haben dann Kilojoule als Einheit. Jetzt müssen wir das noch eintippen und ausrechnen. Und wir erhalten 8564 Kilojoule beziehungsweise eben 8,56 Megajoule. Und damit hätten wir das auch schon wieder.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen erfolgreichen Verlauf der Arbeit.